Seien Sie doch ehrlich, ein Leben ohne Internet ist doch inzwischen unvorstellbar geworden für Sie, oder? Doch wie sieht es da bei unseren Kindern aus? Müssen auch unsere Kleinsten schon täglich online sein? Das haben wir für Sie in unserer Kindermedienstudie herausgefunden. Mehr als 500 Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren wurden befragt und knapp 2/3 davon geben an, dass sie Zugang zum Internet haben. Je älter die Kinder sind, desto häufiger steht ihnen das Internet zur Verfügung. So dürfen bei den 6- bis 7-Jährigen nur 42% das Internet nutzen, bei den 8- bis 10-Jährigen sind es hingegen schon 67%. Auf die Frage, wie lange pro Tag im Internet gesurft wird, geben 22% der 6- bis 10-Jährigen an, dass sie bis zu einer halben Stunde pro Tag im Internet verbringen. 13% surfen 30 bis 60 Minuten und 4% mehr als eine Stunde. Der Großteil hält sich nach eigener Einschätzung aber selten im Internet auf. 64% der Kinder gelangen über den Computer und 50% über den Laptop ins Internet. Nur 6% bzw. 4% verwenden das Handy oder Smartphone bzw. einen Tablet-PC. Es ist aber nicht nur wichtig, wie viel unsere Kinder im Internet unterwegs sind, sondern was sie dort so machen. Und nachdem uns das genauso interessiert hat, haben wir einfach nachgefragt. Die Ergebnisse gibt's jetzt. Die Internetaktivitäten der Jüngsten sind sehr vielseitig. Am häufigsten wird von den 6- bis 10-Jährigen das Internet zum Suchen von Informationen verwendet. Genau genommen geben dies 53% der Befragten an. 40% surfen auf Kinderseiten und auch YouTube ist bei den Kindern sehr beliebt. Bereits 37% der 6- bis 10-Jährigen geben an, die Videoplattform zu nutzen. Im Gegensatz zu 2010 ist das Internet verstärkt in den Alltag der Kinder integriert worden. Informationsrecherche und Vorbereitung für die Schule stehen im Vordergrund. 2010 wurde das Internet vermehrt verwendet, wenn die Kinder spielen wollten. So gaben 2010 45% der Kinder an, das Internet für Online-Spiele zu nutzen. 2012 sind es nur noch 29%. Dafür verwenden 2012 43% der Kinder das Internet zur Informationssuche für die Schule, während 2010 nur 29% das Internet hierfür nutzten. Es wird also weniger online alleine gespielt. Doch ist das Internet als Informationsquelle auch für schulische Angelegenheiten schon fester Bestandteil. Doch neben all dem Wissen online gibt es da ja auch noch die sozialen Netzwerke. Auch die 6- bis 10-Jährigen nutzen bereits soziale Netzwerke. 15% der Kinder, die Zugang zum Internet haben, besitzen ein eigenes Profil in einem sozialen Netzwerk. Wobei Facebook mit 96% am häufigsten genutzt wird. Andere Plattformen wie Eventshooter oder Szene1 sind weit abgeschlagen. In sozialen Netzwerken wird vor allem gechattet und kommentiert. 71% chatten, 62% geben Kommentare ab und 60% sehen sich Fotos an. Aber auch Bewertungen wie gefällt mir werden gerne abgegeben. 58% nutzen diese Möglichkeit. Auch wenn Facebook erst mit 13 Jahren zugänglich ist, mit kleinen Tricks oder eben einer Notlüge ist es auch schon früher möglich. Umso wichtiger ist es, dass zu Hause eine Ansprechperson vorhanden ist, die sich mit dem Internet auskennt. Nach Angaben der Kinder kennt sich in der Familie der Vater am besten mit dem Internet aus. 57% der Kinder mit Internetzugang schreiben ihm die höchste Kompetenz zu. An zweiter Stelle folgt die Mutter. Sie wird mit 23% am zweithäufigsten genannt. Dann folgen die Geschwister mit 13%. 4% der 6- bis 10-Jährigen gehen davon aus, dass sie sich selbst am besten auskennen. Die 6- bis 10-Jährigen sind also immer aktiver im Internet und auch die sozialen Netzwerke sind immer beliebter bei denen, die eigentlich noch gar nicht dürften. Umso wichtiger ist es, sein Kind beim richtigen Umgang mit dem Internet zu unterstützen. Denn mit dem World Wide Web ist es wie mit den Süßigkeiten. Die sind nicht generell schlecht, aber es kommt darauf an, wie man sie konsumiert.